Hallo. Da nun der April wieder um ist und wir den 1. Mai heute haben, möchte ich euch heute gleich zwei Videos drehen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie beide am gleichen Tag hochstelle, aber ich werde sie gleich fertig drehen, da ich heute einen freien Tag nutzen werde. Zum einen möchte ich euch jetzt das Video drehen mit den Einkäufen, die ich im April getätigt habe und euch so zeigen, was bei mir neu einziehen durfte. Und danach drehe ich dann noch schnell das Aufgebraucht-Video. Aber bevor ich jetzt hier lange rumquatsche und euch noch irgendwas anderes erzähle, fangen wir doch gleich mal an. Im Monat April, ich habe heute den ganzen Tag mit März, deswegen durfte so einiges bei mir einziehen. Ich würde sagen, ich fange mit allen möglichen Sachen für Badezimmer, also Baden, Duschen an. Ich habe nämlich schon eins in der Hand, das ist eine neue Spülung von Balea, die Hyperölspülung. Ich habe sie schon einmal gekauft gehabt und leer gemacht, mag sie sehr gerne, habe sie momentan auch wieder nachgekauft gehabt und jetzt in Benutzung. Und da ich keine Spülung mehr zu Hause habe, habe ich mir sie gleich wieder nachgekauft. Jedoch ist sie für mich für den alltäglichen Gebrauch dann doch zu viel. Dadurch wechsle ich gerne hin und her und möchte auch einmal diese von Balea ausprobieren, die Feuchtigkeitsspülung mit Pfirsich und Kokos. Ich habe schon dran gerochen. Ich finde den Geruch sehr pfirsichlastig, aber auch sehr angenehm. Den Kokosgeruch riecht man kaum raus. Es soll Feuchtigkeit spenden. Ich bin wirklich mal gespannt drauf. Ich hatte vorher ja die Feuchtigkeitspflege in der gelben Verpackung. Und die ist ja bei mir gänzlich durchgefallen. So, dann mache ich gleich noch was für die Haare. Oh, ich habe noch was für die Haare. Ich habe das hier alles gerade hingelegt gehabt, deswegen nicht wundern. Ich habe mir einmal von Schauma die Keratinkur gekauft. Die war bei uns im Angebot und ich bin echt neugierig, weil das war eine 60 Sekunden Expresskur. Tiefenstärkung und Geschmeidigkeit mit Keratinstrukturkomplex. Feines, kraftloses Haar. Ich bin wirklich gespannt, ob sie hält, was sie verspricht. Und ja, ich werde euch ja spätestens im Aufgebrauch sagen, wie ich sie fand. Im Aufgebrauch für Mai. So, dann gehen wir duschen. Ich halte mal kurz das Preisschild zu. Ihr seht hier das ist von Playboy. Hat mich 1 Euro gekostet, habe ich im Kick entdeckt. Eigentlich war ich wegen anderen Sachen im Kick, wegen Stöbern und ein bisschen Bastelkram kaufen. Der liegt nicht dazwischen, weil der ist für meine Kinder nicht meins. Dann habe ich das Duschgel entdeckt. Das riecht sehr angenehm mild. Ja, sehr mild, sehr frisch, nicht so süß. Und dadurch durfte es mit. Hat 1 Euro gekostet. Vorher 1,99. Wurde dann runtergesetzt und naja, ich habe ja noch nicht viele. Nein. Das ist jetzt mal 26. Und dann kommt auch gleich Nummer 27 hinterher. Von Balea das Duschgel Melone. Ich mag Wassermelonen total gerne. Und es riecht auch nach Wassermelone. Bin gespannt, wie es sich in der Dusche macht. Aber vom jetzigen Geruch wäre das für mich ein perfektes Sommerduschgel. Aber ich habe noch eins angefangen und mal schauen, ob es danach ran darf. So. Dann habe ich noch mehr fürs Baden duschen, ja. Einmal von TTZ Schaumwelten. Es ist der Wintertraum. Ich weiß, passt eigentlich nicht zur Jahreszeit, war im Ausverkauf bei uns. Und ich mag TTZ-Duschbäder gerne, also Badeschaum, und es riecht wirklich sehr gut. Sehr, sehr fruchtig. Also Zimt oder so kommt ganz wenig durch. Ja, so Apfel und ja, ich hebe es mir dann auf für die schlechteren Wettertage. Schlechten Wettertage, nicht schlechteren. Und ich bin schon ganz gespannt, wie sich das in der Badewanne macht. Dann habe ich mir noch zwei Badesplätze mitgebracht. Ich werde euch auch die Tage jetzt nochmal meine ganzen Badesätze und Badeschäume abdrehen. Ist beides mal das gleiche vom Balea, das Badesalz Glücksmomente. Das riecht sehr, sehr frisch. Das ist mit Honigmelone und Pfirsich. Also die Honigmelone kann man sehr gut riechen. Den Pfirsich jetzt an den kleinen Duftlöchern, die man hier hinten hat, da. Seht ihr hoffentlich da diese ganz kleinen Löcher? Kommt nicht ganz so durch, aber ich bin gespannt und naja. Mal schauen, mal schauen. So, dann habe ich noch
einmal einen Rasierschaum. Ich habe nur noch einen in Reserve, einen Bad, der im Bad ist fast leer. Das heißt, den ich in Reserve stehen habe, wandert jetzt ins Bad. Und ich habe immer gerne eins in Reserve stehen. Ich habe echt schon Talent gehabt und habe einen Rasierschaum aufgemacht und nach zwei Anwendungen war er kaputt. Passiert mir meistens auf dem Sonntag oder auf dem Samstag, so dass man am nächsten Tag keinen holen kann. Und dementsprechend habe ich mir es angewöhnt, immer mindestens einen in Reserve zu haben. Habe mir jetzt von Balea, scheint neu zu sein, Pink Grapefruit geholt. Ich habe noch nicht dran gerochen, aber Grapefruit ist ja eine sehr eigene Frucht im Duft her und ich denke mal, man muss Grapefruit mögen, um es zu mögen. Wenn es nach Grapefruit riecht, ist es schon mein absoluter Favorit und dann wird wahrscheinlich auch ein Backup davon landen für die Zeit, wenn es nachher rausgeht aus dem Sortiment. Dann habe ich mir zweimal meine Gesichtsmaske geholt, die Peel-Off-Maske von Balea. Die Maske seht ihr wahrscheinlich auch in jedem Aufgebraucht-Video mindestens einmal. Ich mag sie sehr gerne. Sie hat so einen leicht pudrigen Geruch, wenn man sie drauf hat. Und sie reicht fürs ganze Gesicht, lässt sich sehr gut entfernen, außer man schmiert sich seine Haare. Habe ich das Talent auch sehr gut für. Aber sonst lässt sie sich sehr gut entfernen und entfernt auch dabei super abgestorbene Hautschuppen und auch Mitesser. Falls ihr sie nicht kennt, aber Peel-Off-Masken mögt, kann ich sie euch auf jeden Fall empfehlen. So, genau, dann wandern wir jetzt mal von der Reinigung zu Peelings rüber. Da habe ich mir von Isana, ihr seht, Grapefruit und Rhabarber einmal das Peeling mitgenommen. Ich habe schon dran gerochen. Ich mag den Geruch gerne. Es riecht sehr nach Grapefruit. Also es ist wieder, ihr müsst es mögen. Riecht mal dran am besten. Und Isana Peelings als Körperpeeling benutze ich auch sehr gerne, weil die Peelingkörner schön groß sind. Und dadurch dachte ich mir, na, dann nehme ich mir gleich mal die neue limitierte Sorte davon mit. Dann habe ich mir von Synergen, ist ja jetzt aus dem Sortiment gegangen, dadurch war das runtergesetzt, das Gesichtspeeling gekauft. Nicht mal mehr einen Euro hat das gekostet. Ich glaube 60 Cent oder sowas bei uns im Rossmann. Und normalerweise nehme ich immer das Peeling von Garnier fürs Gesicht. Ich hatte vorher Balea, mochte ich gerne. Dann hatte ich Garnier getestet, hatte mich mehr überzeugt. Aber weil ich dachte, auch für den Preis kann man sich das echt mitnehmen. Die Packung ist sehr handlich, wie ihr seht. Sind 100 Milliliter drin. Und ich bin mal gespannt, wie es ist. Aufgemacht habe ich es noch nicht. Ich habe nämlich momentan noch mein Garnier-Peeling im Gebrauch. So, dann kommen wir noch zu zwei wichtigen Produkten bei mir im Haushalt. Das ist einmal ein Augen-Make-up-Entferner. Wieder von Balea. Ich hatte ihn schon mal. War recht zwiespaltig, sag ich mal so. Er war damals sehr ölhaltig. Und dann war ich so, probier's dich erstmal durch anderen. Ich habe ihn jetzt doch mal wieder mitgenommen, weil vom Entfernen des Augen-Make-ups und vom Preis her ist er wirklich unschlagbar. Aber dieser Ölfilm. Ich habe jetzt einen im Bad und teste ihn gerade. Habe jedoch noch einen anderen stehen, den ich auch antesten möchte. Und dann entscheidet sich, ob ich jetzt Balea nehme, den ich stehen habe in Zukunft. Oder seht ihr nachher auch im Aufgebraucht-Video, habe ich Essence. Der war auch sehr gut, ob ich den nehme. Aber ich bin halt sehr unschlüssig momentan noch. Deswegen musste der nochmal zum Test mit. Dann habe ich mir, weil meine, ich weiß gar nicht, ob ich noch eine habe oder ob die jetzt alle sind, die Clear-Up-Strips, also diese Nasenstrips für Mitesser auf der Nase wieder mitgenommen. Ich kaufe mir die von Balea sehr gerne. Ich mag sie, weil die hinterlassen bei mir auf der Nase keinen Klebefilm und reinigen die Nase also wirklich porentief. Und ich hatte Synergen, ging gar nicht. Ich hatte überall so eine weißen Klebeflecken drauf, hatte ich euch ja auch schon erzählt. Die von Revaldi Loop nehme ich zwischendurch auch, die sind auch ganz gut. Aber so mein Favorit ist definitiv Balea. Aber Revaldi Loop kommt dem sehr nahe. Dann habe ich, braucht wahrscheinlich auch jede Frau, mir wieder Wattepads nachgekauft. Sind 140 Stück drin von Ebelin. Bis jetzt bin ich mit denen immer am besten gefahren, weil die gar nicht bis kaum oder kaum bis gar nicht fusseln. Und sie haben auf einer Seite eine Struktur,
kann man hier sehr gut sehen. Eine strukturierte Seite und eine glatte Seite. Und ich benutze die zum Augen-Make-up entfernen, zum Nagellack entfernen. Auch in den letzten Videos momentan nie Nagellack drauf war. Weil meine Nägel momentan alle sehr kurz sind und sich erstmal erholen müssen. Ich hatte, wo ich wieder angefangen habe zu arbeiten, sind mir schlagartig alle Nägel abgebrochen. Und momentan kriegen sie halt nur Pflege und keinen Lack. In der Hoffnung, dass sie sich wieder fangen und nicht brüchig bleiben. Ja, dann. Deswegen seht ihr momentan kein Nagellack bei mir. Dann kommt jetzt einmal Haarspray. Das wurde mir empfohlen. Ich benutze momentan noch eins von Wella. Ja, Wella. Ich bin aber mit dem nicht zufrieden. Ich mag den Geruch nicht. Ich mag das Ergebnis nicht. Bin froh, wenn es jetzt endlich leer ist. Es ist fast leer. Dann habe ich ungefähr noch ein halbvolles von Taf. Taf? Ich glaube, Taf stehen. Warum auch immer das halbvoll wieder im Schrank gewandert ist. Ich kann es euch wirklich nicht mehr sagen. Das steht jetzt längere Zeit schon da. Aber da ich nicht weiß, ob es wirklich noch halbvoll ist oder ob die Flasche mogelt, kennt ihr vielleicht auch bei Haarspray, dass man merkt, da ist noch was drin, aber es kommt einfach nichts mehr. Deswegen habe ich mir schon einmal Neues mitgenommen. Wie gesagt, das ist von Balea, das Glossy and Shine. Und es soll einen Seidenglanzeffekt machen, flexiblen Halt haben, um die Haare zu beschweren. Stärke 3 und für jeden Haartyp geeignet. Könnt ihr vielleicht lesen? Ich versuche die Spiegelung gerade rauszudrehen. Ich bin gespannt. Und wenn es leer ist, werde ich euch spätestens darüber berichten, wie ich es fand. So, dann kommen noch 5 Teile. Ihr habt ja eben schon das Duschgel gesehen von Balea mit Melone. Ich habe mir auch noch einmal den Lippenpfleger mitgenommen mit Melone. Ich bin echt neugierig drauf, würde ihn am liebsten schon aufreißen und also das mit Melonenduft und testen. Ich habe jedoch einige angefangene und bin so ein bisschen zwiespaltig. Brauche ich jetzt erst auf oder probiere ich den aus? Er ist limitiert. Aber ich denke mal, ich werde ihn doch in nächster Zeit mal aufmachen und einmal wenigstens antesten. Und dann, ja, mal schauen, wann er mir gefällt. Wandert nochmal ein Backup in meine Sammlung. Ich denke mal, ich werde euch mal meine Lippenpflegersammlung zeigen. Und ja, ich hoffe, er ist gut. Dann habe ich mir 2 Körper Butter. Ich musste gerade schauen, ob Butter oder Creme. 2 Body Butter gekauft. Einmal von Isana. Die limitierte Edition mit Shea Butter und Cornberry Extrakt. Ich leide momentan doch unter recht trockener Haut. Das hätte ich bei einer recht starken Haut gesagt. Und deswegen möchte ich meine Bodybutter ausprobieren. Normalerweise nehme ich immer Creme. Hab momentan, muss ich mal schauen, diese in Gebrauch. Das ist ja so ein Body Mousse, mag ich sehr gerne. Gibt es so leider nicht mehr, war limitiert diese Sorte. Aber das ist sehr toll und jetzt bin ich mal gespannt. Danach würde ich gerne meine Bodybutter ausprobieren. Ja, wundert euch nicht. Ihr seht hier hinten, das ist die Oberkante von meinem Bett. Und hier sind ein paar meiner kleinen, großen Sammlungen Bücher und Taschentücher und meine Kaffeetassen. Dahinter steht gerade meine Creme. Weil ich halt da Platz habe zum Hinlegen. Genau, deswegen. Also, wo war ich jetzt bei der Creme? Ich habe mir die einmal mitgenommen. Bin gespannt drauf. Es ist ja momentan, es ist auch eine limitierte Edition und momentan ist mir aufgefallen, ist alles sehr fruchtig, bärig gehalten. Ist ja passend zur Jahreszeit. Es ist noch Frühling, bald kommt der Sommer, aber ich finde, das passt. Und dann habe ich mir auch einmal die mitgenommen. Rote Früchte, auch eine Bodybutter oder Red Foods. Ist auch limitiert, könnt ihr da lesen. Von Isana Young. Ich bin gespannt, mich hat diese Verpackung angesprochen. Sie ist schön schlicht gehalten, seht ihr ja. Und auch mal was anderes zu diesen normalen stinknormalen Cremepackung durch die Form und durch dieses kräftige Rot. Also ihr seht, das ist ein sehr kräftiger Rotton. Und hier sind 250 Milliliter enthalten. Und ich weiß noch nicht, welche ich zuerst anbreche. Hier sind 200 enthalten, hatte ich euch gar nicht gezeigt. Aber ich bin wirklich gespannt auf beide. Auf beide, wie sie sich auftragen lassen, wie schnell sie einziehen, ob sie überhaupt einziehen. Und die Pflegewirkung, ich bin echt neugierig. Ja,
Dann habe ich mir noch zwei Teile gekauft. Zwei Lidschatten. Ich habe ja keine. Ich werde sie euch auch noch abdrehen. Nach und nach werde ich euch mal so meinen ganzen Sammelsorium und meinen ganzen Kram zeigen. Beide von Catrice. Einmal in Weiß und einmal in einem ganz hellen Lila. Oh, steht auf dem Kopf. Das ist die Satin Matte Eyeshadows von Catrice. Das war jetzt irgendwie eine limitierte Edition, die gerade draußen ist. Steht auch hier drauf. So, ich hoffe, ihr könnt das so lesen. Limited Edition Dolls Collection. Satin Matte Eyeshadow. Einmal in der Farbe. Haben die keine Farbbezeichnung? Doch hier. Also das helle Weiß ist 1003 Be My Pupil Doll. Steht dort über dem Strichcode. Seht ihr das? Ja, ich hoffe, ihr könnt das lesen. Und einmal in der Farbe 1001 Playing in Lavender Heaven. Steht auch da wieder unterm Strichcode, also so ein schönes Lavendelflieder. Farbene Lavendel trifft es eher im Lila. Ich mache einmal auf, vielleicht sieht man das dann besser. Nehme die Kamera, verfälscht die Farbe gerade total. Also es ist wirklich so Flieder, eher Flieder als Lavendel, auch wenn hier Lavendel draufsteht. Wenn die lila Fliederblüten nachher sind, so könnt ihr euch diesen Farbton vorstellen. Und das hier ist ein. Ich mache auch mal auf und zeige euch das in der Kamera. Also das sieht man vielleicht besser. Ein ganz schönes Weiß und matt. Ja, und ich bin gespannt, wie sie nachher auf den Augen sind. So, das waren jetzt meine Errungenschaften für den Monat April. Ihr habt gesehen, im Thema Kosmetik habe ich mich wirklich zusammengerissen. Jedenfalls in der dekorativen Kosmetik, Duschgel, ja, eigentlich wollte ich nicht, aber ich konnte es nicht lassen. Aber ich brauche ja auch fleißig auf, hoffe ich. Hoffe ich. Und ja, jetzt drehe ich gleich noch das Video mit den Aufgebrauchtsachen. Dann könnt ihr mir ja vielleicht sagen, ob ich fleißig aufbrauche oder nicht. Falls ihr die Produkte kennt, die ich gekauft habe, könnt ihr mir ja unten in den Kommentaren mal eure Erfahrungen damit nennen. Über jeden Kommentar freue ich mich. Und ja, falls ihr Fragen oder sonstiges habt, schreibt gerne einen Kommentar. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.